Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Hier haben wir jetzt mal nichts, alles klar. Ist ja auch gruselig da unten drin. Hier haben wir das Büro von Lestrade und hier haben wir anscheinend unseren kleinen, aber feinen Please Täter. Escort this suspect for interrogation. For interrogation. Interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Layton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Dann fangen wir an. Aber erstmal muss ich natürlich dich untersuchen. Ja, das sieht nach Prügelei aus, wa? Hallo? Hallo? Da war doch gerade irgendwas. Da, das Auge. Hallo? Ein Hitzkopf, eine Narbe. Aufgewachsen auf der Straße. Ein Schal. Ruhige Arbeit, Büroangestellter, alles klar. Und, aha, war auch in dem Gefängnis wieder eine Tote. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through off Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead, and he escaped through Whitechapel Street. Okay. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it. And then I followed the third man. It's about dumb. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police, and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Bestimmt wegen dem Spiegel oder irgendwie sowas. Layton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Stimmt Street? Nicht. Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. Hmm, and what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but... I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or... Well, the surprise of me seeing him. Layton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. Keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life,
That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. So, ja, Westgate, war ein Westgate-Insasse, ne? Würde ich mal das hier behaupten. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Bestreitet er das jetzt nicht, ne? Wie der eine, der hat ja immer gelogen und gelogen. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of his fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. So, da haben wir doch wieder ein paar Hinweise bekommen. So, alte Bekannte. Das ist ein alter Bekannter von Layton. In jungen Jahren hatten beide Gefängnisstrafe wegen Diebstahl verbüßt. Aus beugte sie jemand über eine Leiche. Aha, folgte dem Fremden, wurde dann aber von einem grellen Licht geblendet. Okay. Nee, okay. Hätte sein können, ja. Ist die einzige Person, die nach Vercotti und Butler beim Betreten gesehen wurde. Man sah, wie er sich über die Leiche beugte. Ach, guck mal, das passt ja auch nicht zusammen so ganz, ne? Fantasiemann. Die Person, die Layton Chapman in seiner Aussage beschreibt, stammt seiner eigenen Fantasie, um von seiner eigenen Schuld abzulenken. Könnte sein, muss aber nicht. Nee, passt nicht zusammen. Das passt zusammen, ja. Persönliches Motiv. Für das brutale Verbrechen, das Layton Chapman in der Half Moon Street vermutlich begangen hat, könnte es ein persönliches Motiv geben. Ja, Doppelmord. Hätten wir direkt hier so eine Lösung. Layton Chapman hat einen Doppelmord in der Half Moon Street begangen. Eine alte Feindschaft zwischen ihm und Brian Vercotti war das Motiv. Aber die waren nicht verfeindet. Kaltblütiger Mörder, lediglich ein junger, törichter und leicht zu beeindruckender Mann. Sein jüngerer Bruder hat niemanden außer ihn. Layton wird eine mittlere Strafe erhalten. Mag jung sein, ist trotzdem ein Mörder, bla bla. Nee. Ich würde die Untersuchung fortsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das war. Das ist zu schnell. Das ist wie damals, wo wir diesen anderen Fall hatten, diesen kurzen. Das ist zu schnell. Das macht keinen Sinn. Also, was heißt, das macht keinen Sinn? Das ist einfach zu schnell. Klar, das ist zu schnell. So, über bla bla. Schusswechsel versuchen, die Leichen genau nachstellen. Will ich aber erstmal jetzt einmal in die Baker Street fahren, um nach Informationen zu suchen für dieses komische Armband, das wir da gefunden haben. Praktisch, wenn wir da jetzt noch was finden. Das ist ja auch irgendwie noch so ein. Gibt so ein bisschen. Ja. Ein bisschen Öl ins Feuer, so wisst ihr, was ich meine. Was laber ich eigentlich für eine Scheiße hier? Merke ich selber schon gar nicht mehr. Gut, wir haben erst 9 Minuten. Ich habe gar kein Zeitgefühl, Leute. Fällt vielleicht auf. Nach Armreif suchen, genau, da ist es doch. Chemie, nee. Gifte, nein. Falle, nein. Nee. Nee. Ah, das. Nee, okay.
okay. Lass mal nach. Zeitungen werden uns wahrscheinlich nichts bringen, oder? Widderköpfe. Goldene Armreif, Widderköpfe. Goldene Armreif, Widderköpfe. Ah, hier. That is not the one I need. Oh, das war doch mit hellenistisch, oder nicht? Och, sehr doof. Golden. That is not the one I need. Hätte ja sein können. Jack the Ripper. That is not the one I need. Whitechapel Morde. Da haben wir auch was gehört von. Skandal bei der Göttlichen. Nee. Schneesturm. Nein, nein, nein. Abenteuer des Sherlock Holmes. Nee. Okay. Das hier ist es auch nicht. Ach hier, Kunst und Architektur. Britische Architekten. Antike Kunst. Da haben wir es doch. So, dieses wunderschöne antike Schmuckstück sind ein also diese wunderschönen antiken Schmuckstücke sind ein Teil der Sammlung, die als hellenistische Schätze bekannt geworden sind. Ist. Auf dem Bild sind 5 Widderköpfe auf Armreif, Halskette und Ring zu sehen. Alle aus purem Gold. Die 5 Widder von Mytilini sind seit 1885 verschwunden. Here it is. I need to continue my research in my archives. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal hier was suchen über hellenistische Schätze und Mytilini. Wahrscheinlich eher hier. Da hatten wir doch das vorhin erst gesehen hier. Ein heimtückischer Diebstahl. Gestern Abend wurden die sogenannten hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur Glasfurt-Ausstellung der feinen Künste transportiert wurden. Kenneth Butler, der Inhaber eines meldete sich bei Scotland Yard und gab an, dass ein Mann versucht habe, in seinem Pfandhaus in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften. Einen professionellen Dieb namens Vincent Foley, der gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde von einem Fahrer der Kutsche identifiziert, in der die hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Foley weigert sich, Angaben über den Verbleib des restlichen Diebesguts zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht. Die gestohlenen Kunstschätze sind weiterhin verschwunden. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Jetzt wäre natürlich nur interessant zu wissen, ob wer hat jetzt von den beiden diesen Armreif dabei? War das dieser Vercotti oder war das der Butler? Dieser Butler war der auch die Polizei und so verarscht. Ne? Bestimmt wollte einen Versicherungsbetrug machen, wo es noch keine Versicherung gab. So. Watson bleibt anscheinend draußen, okay. Ja, dann besuchen wir das mal. Hallo, hier ist schon mal nicht. Was machst du hier? Keine Ahnung, ein bisschen komischer Dude. So, hier, Butlers. Pornshop. Paven. Das hört sich ja ganz schön nach Tumult an, wa? The door is locked. Ah, dafür ist der Schlüssel überschwemmt. There are people directly behind me. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Ich glaube, Butler war der auch dieses Ding da hatte, ne? Und der hat sich damit schon selber ermordet oder so. Kopfschuss, keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Das war's? Gegenstand von Interesse. Guck doch ein bisschen weiter, Kollege. Schnürschuh, würde ich mal behaupten, ne? Aber ich finde diese Dinger cool. Dieses Quietsch. So, dann haben wir hier eine Leuchtpistole. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Toll. Das hilft mir jetzt so gar nicht weiter. Hä? Wie doof. Aha. Die Tresen. Okay.
It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Mhm. Und die linke? Widder. Widderkopf. Zwei Stück. Jo. The Ram's Heads. This necklace belongs to the Five Rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Das ist natürlich krass. Hallo Kenneth. Du hattest mir mal von drei goldenen Schmuckstücken mit Widderköpfen erzählt aus dem alten Griechenland. Du hast die doch noch, oder? Denn dann gibt's eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe da einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit dafür, ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great Alley Street und Half Moon Street auf dich warten, vor dem Feuerwerk. Brian Vercotti. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. So, der Schmuck, lang verschwundene Kunst, das passt doch. Hä? Ja klar. Beugte sich, ach so. Ja, hier, das, dann das, dann das. Hä? Das muss ich doch kombinieren können, wie doof. Hatte einen Armreif und eventuell einen Ring bei sich. Teile der 5 Widder von Mytilin. Er wollte in der Haarstieg über den Verkauf reden. Ja, und dann hier, das sind doch die... Hä? Doof? Ah, das passt aber zusammen. Alles klar. Raubmotiv. Die Suche nach den verschwundenen hellenistischen Schätzen könnte das Motiv für das Verbrechen... Das ist... Meiner Meinung nach macht mehr Sinn. Mr. Turner hat den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch immer. Das macht meiner Meinung nach mehr Sinn, oder nicht? Naja, nee, aber er ist doch nicht der Mörder. Diebstahl von Antiken und... Obwohl... Vielleicht um dem Bruder ein besseres Leben zu ermöglichen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, zwei Opfer. Das passt auch nicht zusammen. Also, ich finde meine Kombinationsmöglichkeiten eigentlich gut. Ich finde die gar nicht so scheiße wie Holmes. Ja, muss ich nur mal so behaupten. So, Hafen. Genau, da müssen wir nochmal jetzt, die Morde rekonstruieren, oder ja doch, die Morde sind ja zwei Tote. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, das heißt, in der Zeit werden wir wahrscheinlich jetzt noch dahin reisen können. Hafen steht. Die ist auch gar nicht so weit weg von hier. Ach, aber interessant, wie das alles dann am Ende mal zusammenpasst. Aber ich weiß nicht, ob das der Mörder ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wäre der Dritte, wegen keine Provision, gibt mir einfach die Scheiße oder so. Weißt du, was ich meine? Das macht meiner Meinung nach immer Sinn, was ich mir denke. Und das finde ich toll. Ach, laber ich ein Scheiße. Aber ich merke das. Ich merke das. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Ah, das ist ja jetzt nicht so nett von dir, Kollege, ne, wenn ich das mal sagen darf. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Dann fang mal damit an, dass du nicht so gemein bist zu dem kleinen Fuß, ja? Is he alright? Zweimal abgefeuert. Finden Sie heraus, wer das gewesen sein könnte. Schütze. Also das hier ist der... wer ist denn wer? Butler? Vercotti. Ich glaube, er ist der Schütze. Hat seine Waffe... I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Da können wir doch den Stab für benutzen. Da können wir doch die Lampe irgendwie dranhängen, wa? This should be useful. This should be useful.
Dann schauen wir mal, ob da oben jetzt eine... Ja, ein Einschlagloch ist. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Das heißt... Leute, er hat erst da oben hingeschossen, dann in den Bauch, hat er sich das Schmuckstück wahrscheinlich genommen und wurde dann von hinten ermordet. Von da oben. Vielleicht. Dritter Schuss, zwei Opfer. Das ist also, Kenneth Butler und Brian sind bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen. Sie beide hatten je einen Revolver. Eine der Waffen konnte nicht gefunden werden. Macht aber alles hier anscheinend keinen Sinn. Alles klar. Sehr lustig. Ach so, das kann ich nicht nochmal machen. Ach so, schade. Anscheinend kann ich noch was kombinieren. Dritter Schuss, Aussage. Ach so, ja, der dritte Schuss kommt von der Person, die fremde Person dann anscheinend. Verschwundener Mann. Layton Chapmans Aussage bei dem verschwundenen Mann im Jackett in der Half Moon Street erscheint jetzt nachvollziehbar. Drei Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe geben muss, die jedoch fehlt. Da war es aber kein Schusswechsel, sondern ein Doppelmord. Oder nicht? Aber das macht keinen Sinn. Aber es muss einen verschwundenen Mann geben. Das ist auf jeden Fall klar. Ist nur die Frage, wo ist dieser verschwundene Mann? Ob jemand im Schatten sich versteckt hat. Aber Leute, ich würde die Folge beenden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.